Wir alle kennen sie, wir alle lieben sie. Die Parship-Werbungen. Ich will meine Zeit nicht mit Lesen verschwenden, sondern mit dir. Ich Parship jetzt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Da das Tinder-Experiment so toll bei euch angekommen ist und ihr euch gewünscht habt, dass ich mich noch irgendwo anmelde, dachte ich mir, dass ich das heute bei Parship starte, weil Parship mir einfach immer so im Kopf hängen geblieben ist und ich mich immer frage, sag mal, funktioniert Parship eigentlich? Und ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass anscheinend ziemlich viele Klagen gegen Parship vorliegen. Ich weiß es nicht. Achso, ich habe eine neue Haarfarbe. Es wirkt jetzt tatsächlich ein bisschen rosastichig in der Kamera, finde ich. Aber ich habe die einfach nur blondieren lassen und die sind sehr kühl. Und ich finde, das sieht schon schick aus. Und nochmal zurück zu Tinder. Ich habe einen riesen Aufruf gestartet und zwar solltet ihr in die Kommentare schreiben, wo ist Till? Ich kann mir nicht anders erklären, als dass es an euch lag. Durch euren Aufruf habe ich Till gefunden. Ich habe das auch auf Instagram verkündet und das war ein bisschen strange Sache, das war kompliziert und aber ich habe ihn gefunden. Ich verrate noch nicht so viel, okay? Okay, aber ich freue mich echt, ich freue mich so hart, dass wir Till gefunden haben, weil das Schreiben mit Till macht doch eine Menge Spaß. Hat denn schon mal irgendwer von euch Erfahrungen mit Parship, Parship gemacht? Alles, was ich immer sehe, ist... Ich Parship jetzt. Ich Parship jetzt. Das Erste, was da kommt, steht Parship kosten. Ach, guck mal, hier ist der Bachelor. Hallo, Bachelor. Okay, jetzt muss ich hier meine E-Mail-Adresse angeben. Hier sind aber sehr, sehr schöne Menschen unterwegs. Mal gucken, welche Infos ich hier angeben muss. Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Der erste Schritt auf Ihrem Weg ist in eine glückliche Partnerschaft gemacht. Okay, nehmen Sie sich 20 Minuten Zeit, um den Fragebogen auszufüllen. Mann, Parship, was macht ihr denn? Bei Tinder hat das nicht so lange gedauert. Unabhängig von Ihrem aktuellen Wohnort, wo möchten Sie am liebsten leben? In einer großen Stadt mit Metropolenfeeling und Umfeld einer größeren Stadt. Einmal abgesehen von Liebe und Zuneigung, was sind die Hauptgründe für einen Wunsch nach Partnerschaft? Geld! Zu zweit lässt sich das Leben leichter meistern. Okay, komm, jetzt nehmen wir das Ganze mal ernst. In einer Partnerschaft kann regelmäßige Sexualität ausgelebt werden. Anziehungskraft. Bäm! Oh Gott, ich hasse diese Tests, ne? Ich komme ja mal... Oh. Wie gut passt ihr zusammen? Und dann kommt raus, ihr passt nicht zusammen. Boah, Schatze. Bravo hat gesagt, wir passen nicht zusammen. Mann. Ja, mir fehlt jetzt... Till. Okay, angenommen, Sie sind zusammen mit Ihrem Partner zu einer Hochzeitsfeier von Freunden eingeladen. Um Gottes Willen, so weit sind wir schon. Hui, das geht mir aber echt zu schnell. Wenn ihr ein Buch oder Zeitschriftenartikel besonders gut gefallen hat, wünschen Sie dann, dass Ihr Partner es auch liest. Ist mir sowas von scheißegal. Wie reagieren Sie auf Liebeskummer? Ich verliere die Freude am Essen. I wish. Welche Aussage über sexuelle Treue in der Partnerschaft kommt Ihrer Einstellung am nächsten? Es ist wichtig, sich immer zu bemühen, treu zu sein. Schatz, du hast mich betrogen. Aber du hast dich bemüht. So. Okay. That's so Parship. Absolut treu ohne Ausnahme. Bam. Ach cool, vielleicht wird das ja hier so in Kategorien eingeteilt dann, ne? So, ja, ich will jetzt nicht so treu sein oder ich bin halt nur im Herzen treu. Parship, Parship, Parship. 15% geschafft. Was soll ich denn noch machen? Parship. Es reicht doch mal. Oh, warte mal. Ich mache mich mal ein bisschen niedriger. Hey. Oh, das ist zu niedrig. Hey. Stell mal vor, ich finde auch so Till. Till. Du Parshipst auch? Welche Begriffe? Gott, ich hoffe, der sieht niemals diese Videos. Das wäre richtig creepy. Lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Oh. Achso, nee, das bin nicht ich. Trinken Sie Alkohol? Ja. Okay, wie verbringen Sie Ihre Freizeit am liebsten? Oh mein Gott. Oh. Wie oft denn noch? Ich habe das doch gerade eben. Komm, in geselliger Runde. So, wir rattern das jetzt einfach durch. Kochen Sie gerne? Ja, ich koche, wenn ich es muss. Mann, Alter, welche mehrere Angaben möglich? Welche Sportarten treiben Sie? Ja, was, wenn ich jetzt keine Sportarten treiben würde? Und warum werden mir jetzt Updates vorgeschlagen? Ich möchte keine Updates jetzt. So, wie muss ein Wohnraum temperiert sein? Mann, mich hat noch nie jemand gefragt, wie warm die Wohnung sein muss, damit ich mich wohlfühle. Und dann kommt Parship. Schlafen Sie bei offenem Fenster? Ist das denn hier? Ich bin... Oh mein Gott. Welches Bild sagt Ihnen gefühlsmäßig eher zu? Oh Gott, das ist der Spiegel schon wieder los hier. So. Über die Hälfte ist geschafft.
They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Welche Klänge spricht sie? Ich könnte heulen. Ich habe nie in meinem Leben sowas Anstrengendes gemacht. Und ich studiere. Welchen Beruf üben Sie aus? Was bin ich? Mindestens 5 Jahre. Okay. Dann bin ich geboren 1993, ja? 5 Jahre, alles klar. Oha, ich muss ja mein Bruttoeinkommen eingeben. Paschiv. Anna Schmidt lebt jetzt. Ich nehme jetzt einfach mal wieder ein Bild von meinem Instagram, würde ich sagen. So schön, ne? Ich nehme mal das. Ah ja, guck mal, da kommt schon die erste Möglichkeit, was zu kaufen. 50% Preisvorteil. Mhm. Wie viel kostet denn das? Das würde ich mal gerne wissen. Ach, guck mal. Sehr witzig. Hier steht, im ersten Monat sind es 14 Euro und danach 30. Und warum kostet jetzt Premium Light mehr? Und du hast die... Ach so, 6 Monate. Ach ja, ist wie im Fitnessstudio, guck mal. Und für 12 Monate... Wo kann ich jetzt hier Boys anschreiben? Wählen Sie 3 Vorzüge. Künftig werden die Prominente dargestellt, wenn Sie... Diese Prominente, ich krieg Prominente. Oh, ich will sehr attraktiv. Ich will nicht prallen, aber ich habe schon mein erstes Lächeln. So. Oh mein Gott, das ist ja richtig weird. Also hier gibt's, also anscheinend kann man, also man kriegt ein Lächeln und dann kann man das Lächeln erwidern. Oder du kannst einen Eisbecher schicken. Oder ein Lächeln oder Spaß fragen. Mal, muss ich jetzt für studiert haben oder was ist hier los? Aber ja, ich will nicht sagen, aber ich habe nach der ersten Minute ein Lächeln bekommen. Habt ihr nicht, ne? Ah, wo ist das Handbuch hier für Page? Reicht doch. Oh, ich habe schon eine neue Nachricht. Ah, ich habe noch ein Lächeln bekommen. Nee, ich habe ein, sendet ihnen ein Willkommen. Also sorry, ne? Aber ich krieg total viele Benachrichtigungen von Page und das ist das, was ich überhaupt nicht abkann. Ich habe immer die Benachrichtigung aus bei jeder App, außer bei WhatsApp. Und jetzt kriege ich ja total viele Nachrichten. Und das fuckt mich mega ab. Ich bin anscheinend voll beliebt. Hier ist ein Gymnasiallehrer. Gymnasiallehrer möchte herausfinden, was sie für Gemeinsamkeiten haben. Mich würde schon interessieren, warum du sehr attraktiv bist. Bin ich da jetzt nur eingestuft oder wie? Ich dachte, das gilt für andere, also ich, dass ich suche. Ah, wow. Ich wurde bombardiert mit Nachrichten von Parship. Ich dachte mir, Parship, was soll das? Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich bin richtig gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Guten Tag, Frau Schmidt. Ich habe 71 neue Nachrichten. Neue Partnervorschläge. 71 Nachrichten. Okay. Okay, Projektingenieur 32 findet ihr Profil sympathisch und sendet ihr ein Lächeln. Ich ihn erwidern. Oh mein Gott, ich habe persönliche Nachrichten. Ich freue mich so. Ah. Okay. Ich bin Polizist. Ist es jetzt wirklich das Schlauste, die Nachricht von einem Polizisten vorzulesen? Hallo, mein Name ist Arne. Ich würde mich sehr über eine Nachricht von dir freuen. Das müssen wir aber nochmal üben, wa? Komm, ich schreibe dir. Gib dir mehr Mühe beim Anschreiben. Oh, ich bin ja echt, also ich bin wirklich kein Fan von diesem Hey, ne? Es ist so, es sagt überhaupt nichts aus. Ein Wort. Nein. Dafür muss ich jetzt Premium-Mitglied sein. Das schaffe ich nicht. Zerspannungsmechaniker. Gehalt. Zu wenig. Wollen wir Kontakt aufnehmen? Hallo. Können wir uns kennenlernen? Nein, danke. Ich wurde schon mal schöner angeschrieben, ganz ehrlich. Oh mein Gott, ein Landesbeamter. Landesbeamter. Gehalt. Wohl noch nicht mal Lust auf einen Eisbecher. Dann bleibt mir wohl nur dir viel Glück zu wünschen. Sieht man das einfach, wenn ich das gesehen habe? Hä, oha, was bist du denn gleich so zickig? Nur weil ich nicht sofort antworte. Gibt es ja mehr Frauen oder mehr Männer? Ich vermute mal mehr Männer, ne? Ist ja normal. Auch die armen Männer, die tun mir auch ein bisschen leid. Müssen ja um jede Frau kämpfen, wa? Gott, der ist ja 33. Fuck. So, aber besonders viel kann ich hier nicht machen. Ich bin so eingeschränkt, wenn ich nicht Geld dafür bezahle. Parship-Abzocke 2018. Alles nur Betrug?
Quelle Single aktuell. Es handelt sich nicht um eine Abzocke, auch das Unternehmen muss schließlich Geld verdienen und ein seriöses Angebot kann nur dann aufrechterhalten werden. Oh ja, stimmt, Parship ist ja auch so seriös, ne? Das glaube ich aufs Wort. Fazit zum Thema Parship-Abzocke. Es können zahlreiche Argumente genannt werden, weshalb Parship eine seriöse Partnerbörse ist. Klar, nenn mir eins. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Tinder? Nur weil Parship seine Werbung im Fernsehen schaltet? Nur weil es den Bachelor als Model hat? Die wichtigste Empfehlung bezüglich einer Vermutung der Parship-Abzocke kann sich nur lauten, erst nachdenken und dann aufregen. Parship tut im Endeffekt nichts, als den Singles die Plattform zu geben, sich kennenzulernen. Das kannst du theoretisch auch über Facebook. Nur, dass dir vielleicht über Facebook jetzt nicht deine persönlichen Interessen etc. also aufeinander abgestimmt wird, okay? Oder kann man es mittlerweile? Ich habe keine Ahnung. Ich bin sowas von raus bei Facebook, schon seit mehreren Jahren. Ich will mal was richtig Negatives lesen, ganz ehrlich. Wo ist denn was richtig Aggressives? Komm, gib mir was Aggressives. 49% Frauen, 51% Männer. Mhm. Ah, guck mal einer an. Hier haben wir 54% ungenügend. Tja, ich denke mal, das ist eine Seite, die nicht von Parship bezahlt wurde. Okay, ich sag mal so. Ich gebe mal Parship jetzt noch eine Chance. Mir geht's gut, aber mir fehlt nur noch der richtige Macker mit dem nötigen Geld. Deswegen Parship ich jetzt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Ein Tag später Parship. Oh nein, ich sehe gerade, dass meine Chance 50% zu sparen, weil der Mitgliedschaft abgelaufen ist. Verdammt. Gehen wir mal die Partnervorschläge durch und gucken wir uns mal an, was Parship denkt, mit wem ich gut zusammenpassen würde. Ach, guck mal einer an, hier kann man sogar Einkommen etc. bestimmen. Wie beschreibt sich denn der feine Herr Medizinstudent? Schön, dass du auf mein Profil aufmerksam geworden bist. Und das ist fetter Text. Oh, warte mal. Der sieht ganz süß aus. Zahnmedizin, Verkäufer, Aktienhändler. Ich wurde gekorbt. Achso, warte mal, was habe ich eigentlich geschrieben? Arne, bitte gib dir mehr Mühe beim Anschreiben. Girl, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Girl, ich mache es wieder. Gut, ach verdammte Scheiße. So, okay, da kommen wir doch einfach mal wieder zum Fazit. Parship bezeichnet sich selbst als seriöse Seite, auf der man einen Partner fürs Leben finden kann. Und das... Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Ich war noch nie der Auffassung, dass Parship in irgendeiner Weise besser ist als irgendeine andere Dating-Seite. Für mich ist Parship im Endeffekt einfach komplett schlecht aufgebaut und ist wirklich darauf abgezielt, das Geld von Singles abzuzocken. Klar, das Konzept ist jetzt nicht unbedingt neu, dass man für Dating zahlen muss, aber es ist trotzdem irgendwie... Dafür, dass es so angepriesen wird von Parship selbst, ist es halt... Es ist schon irgendwie nicht cool. Es war das mit Abstand langweiligste Datingportal, das ich je gesehen habe. Im Endeffekt ist das genau dasselbe wie Tinder, nur ich finde Tinder 1000-mal besser. Du hast wirklich die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Es ist kostenlos. Es hat vielleicht nicht diesen geilen Ruf wie Parship, aber Parship hat auch wirklich nicht den besten Ruf. Nur weil es einmal im Fernsehen läuft, heißt das nicht, dass es auf einmal eine seriöse Partnerseite ist. Und dann haut Parship da irgendwelche 10.000 Geschichten von glücklichen Pärchen raus, wo man sich denkt, so ist das wirklich so passiert? Oder ist das auch nur so ein komischer Schauspieler wie aus dem Fernsehen? Schreibt doch mal bitte alle in die Kommentare, ich Parshippe jetzt. Kommt immer gut. Wir haben total viele Leute geschrieben, dass sie sich auch über Tinder kennengelernt haben und jetzt sogar schon zusammen wohnen etc. Und das finde ich halt schon ziemlich cool. Und von daher, hey, fuck it. Geh doch einfach auf Tinder und gut ist. Oder Lavoo oder unglaublich, unglaublich langweilige Seite. Dieses permanente E-Mail-Dings geht mir so hart auf den Senkel. So lass es doch. Ich brauche keine 10 Benachrichtigungen darüber, wer mir ein Lächeln schickt. Parship habe ich keine einzige Nachricht bekommen, wo ich mir dachte, ha. Ist ja witzig, sondern immer, und auch dieses Einschränken auf eine Nachricht verschicken, eine Nachricht senden, ist schon ziemlich fragwürdig. Also Parship hat mich richtig enttäuscht. Parship hat mich und meinen Ofen enttäuscht. Für mich persönlich hat es nicht funktioniert. Für Anna meine ich, sorry, für Anna Schmidt. Falls ihr das nächste Mal eine Parship-Werbung seht, denkt an mich. Parship, überdenkt bitte euer Konzept. Das ist echt für den Arsch. So, okay, das war's. Falls ihr noch mehr sehen möchtet, könnt ihr gerne mich abonnieren und euch vielleicht das letzte Tinder-Video angucken. Ansonsten, falls ihr noch Vorschläge habt, wo ich mich vielleicht anmelden soll. Ich habe mal überlegt, Lavoo, soll ich mich da vielleicht mal anmelden? Oder gibt es da irgendwie 1000 andere Sachen? Elite-Partner gibt es ja auch. Ich weiß aber gar nicht, ob das Geld kostet. Auf jeden Fall, falls ihr Vorschläge habt, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen möchtet. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich Parship jetzt. Und du? Ich hoffe nicht. Hier kommt ihr zu meinen letzten Videos.
Tschüss.